Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur siebten Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Keine Forschung danach, das bedeutet, wir müssen hier einmal ganz schnell wieder was reinschmeißen, damit Christa auch was zu tun hat. Wobei sie natürlich immer was zu tun hat. Sie pflanzt gerade sogar an, das ist sehr gut. Hier verrottet einiges, wir haben alte Ausrüstung, Feier um 19 Uhr, ist okay. 17 Mal geplündert, Nestsystem hat Rita entdeckt auf Expedition, das ist auch gut. Unser Verteidigungssystem ist im Bau. Wir hatten ja beim letzten Mal noch 2-3 Bäume in Auftrag gegeben, dass sie noch gefällt werden. Ah, ich wette mal hier noch so 2-3 mehr. Werden wir hier nochmal eben. Damit wir so eine gewisse Pufferzone haben um unsere Base herum. Aber ansonsten würde ich ganz gerne, ich betone es immer wieder und dann reiße ich es trotzdem ab. Ich würde ganz gerne den Urwald so gut wie möglich gar nicht unberührt lassen, aber eben schon nicht alles im Umkreis einfach weghauen. Sieht immer so doof aus, finde ich. So, das passt doch aber ganz gut hier jetzt. So sollte das einigermaßen passen. So hoffe ich zumindest. Expedition abgeschlossen, Frachtkapsel. Was haben wir? Ich habe einige Kisten gefunden, auf denen der Name des Raumschiffes stand, auf dem ich war. Die meisten waren sehr schwer beschädigt, aber ich konnte einige Notrationen plündern. Sehr gut, Rita. Sehr gut. Ja, dann bring die mal mit. Ihr macht einen fröhlichen Musikabend. Nur Melody hat irgendwie überhaupt keinen Bock darauf. Das ist doch kein Tanzen. Ich glaube, Melody stand einfach nur daneben und hat geguckt. Ist ja auch in Ordnung. So, ihr futtert alle. Das ist in Ordnung für mich. Wunderbar. Ja, das Fass wird noch immer nicht gebaut, weil wir einfach zu wenig Holz haben die ganze Zeit. Sollen wir mal schauen, wie wir das noch hinbekommen. Wir sind wieder ein paar Wurstpalmen ready. Die nehmen wir uns auch mit. Wie viel haben wir davon eigentlich? 90, das ist nicht so viel, ne? Aber Getreide haben wir eben Unmengen. Und Glitzerkappen haben wir auch mehr als genug. Schauen wir mal. Das schauen wir uns mal an. Hier müssen wir dann auch demnächst nochmal ein bisschen was ändern. Wobei 70 Kacheln sind noch Ton. Das ist gut. Trächtiges Tier. Schon wieder. Mensch. Das geht ja ratzfatz hier bei euch. Oh, aggressive Tiere, 79. Ja, das, okay. Da müssen wir wohl... 79 ist mehr als genug. Da sollten wir einmal entgegengehen, glaube ich. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Ich glaube, dass wir das sonst nicht hinbekommen hier. Ich glaube, das sind sonst ein paar viele. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde das vermuten. Ich hoffe mal, dass wir die jetzt hier einigermaßen wegbekommen. Zumindest einige. Und dass sie uns vor allem nicht verletzen. Oh, Baum ist gefällt. Nächster Baum ist gefällt. Okay, das sieht aber sogar ganz gut aus. Wir scheinen die einzeln hier rauspicken zu können. Ja, da kommen immer wieder ein paar. Hier regnet es. Brummfliegen. So, lauft mal ein Stückchen nach vorne, damit ihr euch wieder ein paar rauspickt. 65 haben wir noch. Jetzt greifen 10 an, 14 greifen an, 17 greifen an, 18, 19. Uiuiui, das sind viele. Also werden glücklicherweise alle betäubt. Das ist gut. Okay, das funktioniert. Sehr schön. Wir haben schon nahe die Hälfte noch nicht ganz weggeschossen, aber schon einige. Und wir werden jetzt auch einfach hier bleiben, glaube ich. Ich nehme stark an, dass wir so am besten fahren, indem wir sie hier alle... Na komm. Schießt sie schon weg. Mal ein Stückchen näher hier. So, da kommen noch mal einige. Wir haben 13 Angriffe. Die Hälfte haben wir jetzt fast weg. Ja, die Hälfte ist weggeschossen. Mehr als die Hälfte mittlerweile. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir gehen wieder ein Stückchen nach vorne. Das muss hier taktisches Vorgehen. Das erfordert hier taktisches Vorgehen. Schade ist natürlich, dass wir gerade auch den Wald so ein bisschen abholzen, ne? Aber das ist nicht so schlimm.
Besser als wenn wir keine Survivor mehr haben hier. So, es sind nur noch 14 Stück, heißt jetzt müsste gleich dann auch der, wenn der volle Angriff gleich kommt, dann sollten wir eigentlich kein Problem haben. Wir haben zwar ein paar Verletzungen, nee, nicht mehr. Heilt super schnell, wie wir sehen. So, sehr schön. Haben wir diesen Angriff auch erfolgreich abgewehrt, aber das ist natürlich wenig feierlich jetzt hier. Denn, wie gesagt, also da müssen wir bei den Brummfliegen müssen wir entgegengehen. Das war jetzt glücklicherweise kein gemischter Angriff. Wenn es nur Brummfliegen sind, dann ist das kein Problem. Aber wenn es jetzt eine Mischung aus unterschiedlichen Tieren gewesen wäre, dann hätten wir hier, vermute ich zumindest, ein größeres Problem gehabt. So, du greifst an. Du greifst auch an. Ihr greift alle an. So, jetzt haben wir noch eine Fliege. Wo ist denn die? Ah, die ist auch weg. Okay, gut. So, dann könnt ihr jetzt ab nach Hause gehen. Meine Güte. Ja gut, aber die haben wir gut abgewehrt. Ja, aber bei einem gemischten Angriff, der wäre das nicht so einfach gewesen, ne? Wenn dann noch was am Boden angreift, dann können wir da nicht so einfach entgegengehen. Deswegen müssen wir uns da definitiv jetzt langsam so ein bisschen auf die Verteidigung konzentrieren. Wobei es konzentrieren natürlich nicht so einfach ist, wenn man so knauserig ist mit dem Holz, so wie ich es bin. Einmal bis hier. Und dann einmal bis hier. So. Das wäre dies. Und jetzt kommen wie immer, wie ich es schon so häufig gemacht habe, hier hinter platzieren wir dann die Verteidigungsanlage. Allerdings haben wir dafür im Grunde genommen noch gar nichts. Wir brauchen nämlich viel mehr Energie. Wir brauchen viel mehr CPUs, mehr Energiezellen und so weiter und so fort. Wird hier eigentlich alles schon hergestellt? Nicht wirklich, ne? Und hatten wir nicht hier sogar Drucken, Grenzwert erreicht? Genau, CPU-Kerne können wir jetzt nämlich auch drucken. Bis 5. Und dann natürlich auch die Energiezellen bis 5. So, das kann unser 3D-Drucker kann das einmal übernehmen, würde ich sagen. Und hier werden wir mal nur noch das Pulsgewehr drin lassen. Die Energiezellen können raus. Elektronische Geräte nehmen wir einfach mal mit. Elektronische Geräte haben wir auch hier noch nicht drin, ne? Ja, die machen wir einfach mal. Setzen wir hier mal schön auf 40. Nach ganz vorne. Wunderbar. So, dann kann hier fröhlich jetzt losgedruckt werden. Da muss auch niemand mehr hier hinlaufen, bis auf die Waffen. Die werden natürlich weiterhin hier produziert. Vielleicht sollten wir das auch hier oben irgendwo platzieren, aber da wird demnächst noch der Crafting-Raum wird hier irgendwo nur noch entstehen. Und ich denke, wir werden den mal so hierhin platzieren. Wie bereits angedeutet. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten machen. Am schicksten. Soll ja alles hier in dieser Staffel wieder einigermaßen nach was aussehen. Einigermaßen schick sein. 160 mal Holz haben bei uns, fehlen 681. Wir geben aber auch immer wieder was in Auftrag, ne? Und die Tore wollen irgendwie auch nicht fertig gebaut werden. Ach, guck mal. Jetzt machen sie es doch mal. Sehr schön. Das hier können wir auch mal wegnehmen. Ja, aber so bin ich noch zufrieden mit dem Urwald. Das passt mir ganz gut. So wie das. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal erstmal ein bisschen warten, dass wir hier fertig gebaut haben. Erst dann können wir die ganzen Fallen einmal neu platzieren. Und wir werden sie in dem Fall auch neu platzieren, weil wir nicht so viel Schrott haben. Wie viel Sprit haben wir denn? 25 Mal haben wir nur Sprit. Das ist natürlich sehr wenig. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Können wir Samantha eventuell einmal hier... Ja, das können wir ja mal in Auftrag geben. Soll sie dann direkt mal machen, das Holzgärfass, damit wir hier das Bier mal brauen können, dauerhaft. Und dann können wir hier mal gucken, was wird denn hier gelagert. Hier werden sonstige Kaffee soll hier auch gelagert werden. Aber hier soll bitte kein Kaffee, kein Tee, keine Rauchblattpfeifen gelagert werden. Genau, hier hatten wir zusätzlich ein bisschen... Das nehmen wir auch mal raus. Soll mal alles nur hier gelagert werden. Das gefällt mir.
gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser. Wir könnten natürlich dieses Regal hier, ne? Könnten wir hier ein bisschen breiter machen. Wobei, wir lassen es erstmal so. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Wichtiger ist, dass wir den gleich mal hier ein bisschen was Schickes bauen. Ein schickes, schicke kleine Häuschen noch. Gleich. Heißt innerhalb der nächsten 20 Folgen oder so. Wo rennst du mehr hinterhin? Achso, ja, hier müssen wir natürlich auch noch was wegnehmen, ne? Ja, wir werden mal hier an der Stelle, werden wir auch nochmal dem ganzen Bewuchs hier Wurstpalmen schneiden, wir lila Blätter schneiden, wir Tropenbäume schneiden, wir Rauchblätter werden auch geschnitten. Holzbefestigung bleibt stehen. Die müssen wir nicht schneiden. Aber früher oder später geht dann nämlich sowieso hier alles kaputt. Und wenn es dann kaputt geht, dann können wir das eventuell gar nicht nutzen, was wir da so bekommen. Wenn wir das jetzt per Hand machen, dann können wir zumindest die ganzen Pflanzen einmal nutzen, das ganze Holz. Und dann dürften wir fast, dürfte es fast passen, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe es. So, Rita, was machst du denn so den ganzen Tag? Hier auf den Feldern schleift es momentan, aber massiv. Rita lässt schleifen. Rita muss was essen. Fünf Uhr. Die haben alle durchgeschlafen, wie es aussieht, ne? Kann das sein? Erholung sieht aber weiterhin recht gut aus. Das passt also so von der Menge her. So, Rita trägt von A nach B. Rita sollte eigentlich... Ja gut, sie hat auch das Erledigen auch auf 1, ne? Setzen wir mal das Erledigen auf 2, beziehungsweise auf 3. Allerdings wundere ich mich, dass sie irgendwie das gerade, was sie da macht, ist doch eher liefern. Das war doch gerade eher ein Liefern, oder nicht? Wieso liefert sie, obwohl die Priorität von Anpflanzen höher ist? Beziehungsweise vorne ist. Ich weiß es nicht. Rita geht es auch einfach zu gut. Ne? Wir müssen bei Rita tatsächlich... Rita müssen wir mit Ausnahme, müssen wir einfach ab einer gewissen Zeit alles machen lassen. So. Sie erntet jetzt hier einmal. Hier könnten wir natürlich auch noch sehr guten Toreimer hinbauen. Hier wird gefällt, das ist auch gut. Rita bringt jetzt direkt wieder von A nach B, das ist aber auch okay, weil sie ja gerade sowieso vor Ort war. Nur wenn sie extra läuft, dann muss ich sagen, verstehe ich es nicht so ganz. Rita, du müsstest einmal hier bitte Mulchrohr schneiden. 14 Mal sind die eigentlich befallen. Wieso schneidet sie nur 10? Mal gucken. 9. Ach, guck mal, Melanie ist dabei. Sehr schön. So, Fäule ist wieder weg. Wunderbar. Rita sammelt ein, obwohl sie das eigentlich gar nicht machen sollte. Vielleicht gehört das aber auch zu Landwirtschaften. Das kann natürlich sein, dass das Einsammeln von Geerntetem auch mit dazugehört. Zum Ernten. Weil, ja, vermute ich mal, ne? Ernten ist auf 2... Pflanzen ist auf 2. Liefern kommt erst danach. Also eigentlich müsste sie ja erst pflanzen, bevor sie irgendwas von A nach B bringt, wenn es nicht zum Ernten gehört. Aber es scheint zum Ernten mit dazu zu gehören. Ich sag das jetzt einfach so. So, hier verrottet einiges, das ist klar. Das wird sich aber demnächst auch noch ändern. Weil wir ja bedeutend mehr Bier verbrauchen, beziehungsweise Getreide verbrauchen, um Bier herzustellen. Wir gehen mal hier auf 100. Und setzen das Bier nach oben. Damit hier mal richtig, richtig Getreide verbraucht wird. Sehr gut. Sehr gut. So, hier sieht es auch ganz gut aus soweit. Müssen wir mal wieder drauf warten, dass sie hier fertig werden. Erholt sind sie soweit alle einigermaßen. Das sieht immer besser aus. Nur Samantha. Samantha kommt irgendwie nicht zum Entspannen. Vielleicht müssen wir bei Samantha... Haben wir jetzt mittlerweile schon 4 drin.
Aber es liegt eben daran, dass Samantha so häufig eben weit weg ist, ne? Hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt. So. Wir werden einmal 35. Wir haben echt nicht viel. So, ich würde vorschlagen, sobald wir hier den ersten Teil gebaut haben, beziehungsweise den zweiten. Ah, wobei, das ist noch immer nicht. Ah, wir müssen mal gucken. Dann könnten wir vielleicht nach dem nächsten Angriff, könnten wir eventuell hier einmal die Fallen neu platzieren. Das schließen wir einmal. Das könnte funktionieren. So, unsere Tierchen, wer ist denn hier das Neugeborene? Du bist das Neugeborene. Wachstum 63 von 100. Sehr gut. So, ja, dann machen wir die Crafting-Ecke, machen wir auf jeden Fall hier. Weil dann können sie von hier aus immer die Kacke holen, müssen nicht ganz so weit laufen. Ich glaube, hier ist die Crafting-Ecke tatsächlich am besten aufgehoben. Müssen wir mal gucken, wo wir Vivien denn schlafen lassen. Vivien könnte natürlich auch sehr gut hier in so einem kleinen Anbau an diesem Gebäude pennen, ne? Wobei, nee, Vivien ist ja unsere Crafting-Mutti. Die craftet ja hauptsächlich. Gucken wir mal, überlegen wir uns mal. Zemente baut, Zemente rennt, Zemente tut, Zemente macht. Wollen wir die Flammenwerfer hier schon einen Auftrag geben? Ich glaube, die sollten wir erstmal noch nicht fertig bauen. Ich glaube, die bauen wir erst fertig, wenn wir hier alles andere auch haben, ne? Wenn wir die Fallen auch hier haben. Ich denke, es macht mehr Sinn. Christa Intelligenz 8, ja gut, bist ja eh mit allem fertig im Grunde genommen. Mehr Int bringt uns da gar nicht so viel. Habe ich den Eindruck. Melody? Was ist da los? Oha. Melody hat Feierabend gemacht. Ah ja, guck mal, ne? Genau von sowas habe ich nämlich gesprochen. Das ist jetzt eher problematisch. Das ist jetzt eher problematisch, zusammen mit den, was haben wir denn da noch? Ein paar Käfer, 51 Brummfliegen. Zwei Junos, ein Juno ist hier hinten. Der zweite Juno, wo ist der? Hier vorne. Hier ist jetzt nämlich schwer entgegenzugehen. Weil uns da die Junos eben auch angreifen. Wobei wir es natürlich trotzdem versuchen könnten. Rita will Melody retten. Wir könnten euch alle einmal... Warte mal, wo sind wir denn da? Wir sind hier vorne, ne? Wir könnten euch alle einmal mitnehmen und versuchen, den so ein bisschen auszusortieren. Beziehungsweise... was zu minimieren. Ich glaube, ich nehme Rita auch mit. Wir nehmen mal alle mit. Und ihr lauft dann einmal nach hier. Und wir gucken mal, ob wir da eventuell das ein oder andere wegschießen können. So, wo bleibt der Rest? Ich hoffe, er kommt nicht in allzu ferner Zukunft. Da ist der Rest. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Stellt euch mal schön hier hin. Dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt nach und nach alles wegschießen können. Ja, vor allem den Wald wieder, ne? So, wo sind die Junos? Ich glaube, einen sehe ich da vorne. Ja, da ist ein Juno. So, mal gucken. Kommen wir irgendwo mal an welche ran? Hier. Jetzt dürfte ein Angriff erfolgen. Ein größerer. Der Juno kommt. Ich hoffe, wir... Ja, er ist betäubt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist sehr gut. Konzentration auf den Juno ist auch sinnvoll. Natürlich jetzt eine Verletzung bei Rita, das ist klar. So, erstmal kurz die noch wegschießen, die noch so um uns herum schlawinern. Sehr schön. Jetzt wird das nächste gepult. Wir haben noch 35 Brummfliegen und noch ein Juno. Das ist gut. Jetzt kommen auch Käfer dazu.
wir holzen leider den Urwald hier überall ab. Das ist so ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So, 7 greifen an. Okay, aber so kriegen wir das dann doch ganz gut hin. Ich hätte jetzt spontan vermutet, dass wir da größere Probleme bekommen. Der Juno, kommt der? Der kommt. Den müssen wir betäuben. Der ist noch nicht betäubt. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh, das war eine knappe Kiste. Das war eine richtig knappe Kiste. So, dann gehen wir nochmal ein Stückchen entgegen. Schön, wie immer 2 pullen und der Rest schießt dann kaputt, ne? Sehr gut, wir haben hier noch was. Genau, schön. Jetzt haben wir noch einige Angriffe. Aber auch kein Problem. Die löschen wir jetzt einfach aus. Sehr gut. Auch hier das Entgegengehen war wieder sehr sinnvoll. Funktioniert eigentlich immer. Da sollte man nicht warten. So, hier hinten ist noch was. Da oben fliegen ein paar rum. Das ist der letzte. Nee. Okay. Das scheint's. Ja. Das war's. Das war's gewesen. Nervenzusammenbruchsrisiko von Samantha. Gucken wir mal ganz kurz. Entspannung brauchst du vor allem. Dann werden wir dich einmal kurz schnell. Gibt's irgendwas, was du besonders gerne machst? Ich lern's halt einfach nicht, ne? Nein. Samantha macht Musik. Vanessa macht auch Musik. Rita geht einmal ein bisschen pumpen. Und dem Rest geht's ja einigermaßen, ne? Würde ich sagen. Gut, okay, 2 nicht so einfache Angriffe heute abgewehrt in dieser Folge, da freue ich mich sehr drüber. Wir müssen aber definitiv unsere Verteidigungsanlage hier ausbauen, brauchen ein paar Geschütze und so weiter und so fort. Das passiert jetzt erstmal in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob wir uns da ein bisschen drauf konzentrieren können, wobei ich nebenbei ganz gerne auch hier unsere Häuschen weiter ausbauen würde. Aber ich glaube, die Verteidigung ist wichtiger, ne? Wir brauchen keine Häuser, wenn wir keine Survivor haben. Leute, vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn. Macht's gut, bis dann. Tschüss.